gleicher Punktzahl, nämlich mit 11 Punkten. Lucy Winter, der zweite Fahrer von BRM. Peter Arante, Lotus und Jack Dragon auf Bremen. Einen schönen guten Tag, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie jetzt für die nächsten Minuten hierauf zum Nürburgring mit uns gekommen sind. Auf dem Dach der Hocheifel liegt der Start- und Zielplatz des Nürburgringes. Und die Formel-1-Rennwagen haben sich zum 26. Großen Preis von Deutschland vorbereitet. Sie haben bereits ihre Startaufstellung eingenommen. John Surtees, den Sie hier im Bild sehen, er hat voriges Jahr den Großen Preis von Deutschland gewonnen. Er hat auch die trainingsschnellste Zeit gefahren mit 8:38,4 und die Fachleute werden mir recht geben, das ist eine kleine Überraschung, dass die Ferraris diesmal hier am Nürburgring so immens schnell sind. 8:38,4 und damit ist der offizielle Rundenrekord bereits unterboten. Das ist Jim Clark, der Weltmeister des letzten Jahres, der den Weltmeistertitel zu verteidigen hat. Der schottische Gutsbesitzerssohn, der auf einem Lotus fährt. Er hat die zweitschnellste Trainingszeit gefahren mit 8:38,8. Und das ist der drittschnellste Dan Gurney auf dem Brabham. Ich muss Ihnen gleich dazu sagen, Brabham ist einer der ganz großen Favoriten. In Spa durch Benzinmangel nicht Sieger geworden. Der Sieg stand fast fest. Den Großen Preis von Frankreich hat er gewonnen. Und ich bin überzeugt, dass die Brabhams mit Gurney und Brabham eine gute Vorstellung geben. Und das ist Lorenzo Bandini, den Sie vorhin gerade in dem Wagen sahen. Und im Augenblick hat der Rennleiter Leo Diergaard, das sehen Sie unten, die einzelnen Fahrer herbeigerufen. Er gibt ihnen die letzten Anweisungen. Sie erkennen vielleicht, wenn die Kamera jetzt noch näher ranfährt, die einzelnen ohne Kopfbedeckung links mit dieser kleinen Haartolle. Das ist John Surtees, er dreht sich jetzt weg. Genau dem Rennleiter Diergaard mit der Sportmütze, der uns den Rücken zukehrt, gegenüber Edgar Barr, der hat schon den Sturzhelm auf. Baghetti sehen Sie dort, der jetzt hier rüber schaut, links von Edgar Barr. Edgar Barr lacht und daneben ohne Sturzhelm, das ist Phil Hill, der zweite Fahrer vom Cooperstall. Ja, ich darf jetzt ein Wort auch in eigener Sache kurz sagen. Wir haben 18 Kameras hier auf dem Nürburgring aufgebaut. Und wir hoffen, dass wir Ihnen einen lückenlosen Rennablauf dadurch zeigen können. Nummer 5, Dan Gurney, drittschnellster im Training. Ich erwarte übrigens ganz persönlich gerade von Dan Gurney heute mit dem Brabham sehr, sehr viel. Jeder dieser Fahrer musste 5 Trainingsrunden fahren. Und ich darf Ihnen für den Rennverlauf gleich sagen, eine fremde Hilfe durch Zuschauer oder Streckenposten auf der Rennstrecke ist streng verboten. Noch eine Minute ungefähr bis zum Start. Die Motoren werden angeworfen und hier sehen Sie Jim Clark. Links davon, das ist der Mann, der heute zu den fähigsten Ingenieuren überhaupt in der Welt des Automobils gehört, Colin Chapman. Er hat den Wagen konzipiert, er hat ihn gebaut. Und Jim Clark fährt heute einen Lotus 30. Ein brandneues Fahrzeug hat man ihm für den Großen Preis von Deutschland gebaut. Und nun sehen Sie das Feld der 22. In der zweiten Startreihe Graham Hill mit dem schwarz-weiß karierten Sturzhelm. Daneben Brabham, McLaren. Das ist hier John Surtees, der Trainingsschnellste. In der dritten Reihe Phil Hill, Emmen, Siffert und Ginter. Und ganz hinten links sehen Sie den Honda-Wagen mit Ronnie Buckman. Und nun möchte ich bis zum Start wohl schweigen, denn diese Atmosphäre des Starts, die sollen Sie in der ganzen Schönheit, in der Spannung und, wenn Sie auch wollen, vielleicht in der Dramatik genießen. Der Rennleiter wird dann die Flagge heben. Es ist die deutsche Nationalflagge schwarz-rot-gold und dann wissen die Fahrer noch 5 Sekunden. Das war gerade Brabham mit Start Nummer 9 hier, Bruce McLaren. Im Hintergrund Nummer 14, Chris Emmen.
beiden Lotuswagen sind sehr gut, sehr schnell weggekommen. Etwas langsamer Surtees, der jetzt an vierter Stelle liegt. Vorn der Italiener Lorenzo Bandini, Startnummer 8. Da hat sich, glaube ich, Graham Hill gleich reingeschoben. Vierter ist Surtees. So geht es jetzt die Gegengerade am Start und Ziel hinauf. 800 Meter ungefähr bis zur Nordkurve. Am Ausgang der Nordkurve. Steht jetzt unsere Kamera 5. Und jetzt schießt sie hinunter in die Hudsonbach. Ja, das Feld ist geschlossen weggekommen. 22 Fahrer. Wir begleiten einmal die Fahrer auf der Karte, damit sie einen Eindruck haben von Start und Ziel mit den Kameras 1, 2 und 3. Geht es 600 Meter hinunter zur Südkehre mit unserer Kamera 4. Dann kam die Gegengerade zur Nordkurve. Da schießen sie schon heraus. Ja, wir sind mit unseren Kameras diesmal sehr schnell. Kilometer 4 am Flugplatz. Vorn ist ein Lotus. Ja, Jim Clark will es gleich wissen. Er will sich gleich absetzen. Aber ich habe vorher gesagt, man wird ihm die Chance nicht geben. Die anderen bleiben dran. Es ist ein alter Trick von Jim Clark, möglichst gleich weg und vorn die Spitze zu übernehmen. Das ist ihm hier gelungen. Vom Flugplatz geht es jetzt weiter zum Schwedenkreuz. Hier steht unsere siebte Kamera. Und jetzt kommt der Ahrenberg, die Rechtskurve. Die wird im zweiten Gang übrigens gefahren. Und jetzt geht es also weiter über die Poststraße. Dann schießen sie hinunter mit Volldampf in die Fuchsröhre. Dann kommen sie hoch am Adenauer Forst und da sind sie schon. Und da nimmt sie unsere nächste Kamera, unsere Kamera 8 am Metzgersfeld. Sie kann die Fahrt von Adenauer Forst über einen Kilometer begleiten. Metzgersfeld. Lorenzo Bandini, achten Sie mal, Start Nummer 8, Sie sehen ihn hier. Nach diesem Streckenabschnitt geht es in das Kirvengewirr von Kallenhardt und Wehrseifen. Die Strecke fällt und bei Kilometer 9,8 direkt vor der Brücke in Breitscheid und damit vor dem tiefsten Punkt der Rennstrecke steht dann unsere nächste Kamera, unsere Kamera 9. Und da sind wir schon unten. Jim Clark, Start Nummer 1, führt. Weil ich das erkenne, ist das der nächste, die Startnummer 5. Und das ist Dan Gurney. Dann kommt 7 Surtees. Dann 3 Graham Hill. Dann 8 Lorenzo Bandini. Dann Startnummer 6 Jack Brabham. Und der nächste ist Phil Hill auf dem Kuba. Und wir gehen jetzt auf der Karte weiter. Die Rennstrecke steigt 5 Kilometer an. Der nächste Streckenabschnitt heißt Bergwerk, denn hier befand sich in vorigen Jahren ein Silberbergwerk. Und hier steht zum ersten Mal in der Geschichte des Nürburgringes eine Fernsehkamera. Das ist sie am Kesselchen. Ja, es ist sogar für mich faszinierend, wie laufend wir die Fahrer hier über dem Kurs, der ja 22,8 Kilometer lang ist, behalten können. Sie sehen, es hat sich schon eine Gruppe gebildet, hier eine zweite. Und jetzt ist das Feld etwas auseinandergezogen. Anderthalb Kilometer weiter an der Auffahrt zum Karussell, unsere Kamera 11. Und jetzt wollen wir das einmal mit unseren Kameras verfolgen. Das kann man ideal. 1 Jim Clark auf Lotus. Immer noch Dan Gurney an zweiter Stelle. Die Kamera übergibt jetzt an die Kamera 12 im Scheitelpunkt des Karussells. Hier haben wir das. Gurney, jawohl, 7 Surtees ist jetzt Dritter und dann kommt Graham Hill. Das sind die ersten vier. Also Clark, Gurney, Surtees und Graham Hill. Und jetzt verschwinden sie und diesmal verfolgen wir die Fahrt noch ein Stück weiter, denn unsere Kollegen von der Technik haben hinter diesem Karussell ungefähr 400 Meter weiter die Kamera 13 aufgebaut. Hinter der Kamera 13 geht es dann zur Hohen Acht, der Königin der Eifel. Und dort endet auch die Steigungsstrecke des Nürburgringes, Brönnchen. Hochinteressant und im Verlauf des Rennens werde ich Ihnen noch einiges dazu sagen können.
über die Fahrweise der Einzelnen. Verfolgen Sie es erst einmal, ich werde es dann erklären. Oh, Jim Clark geht aber weg. Der will es aber wissen. Ein Kilometer weiter, wir sind am Pflanzgarten, Kamera 15 zeigt uns das. Das ist Graham Hill. Jetzt. Und kurz vor dem Schwalbenschwanz. Am Kilometer 18,4, hier zum Beispiel ist es genau, ist unsere Kamera 16. Eins, Gurney. Certes und jetzt vierter, Graham Hill. Brücke am Schwalbenschwanz. Und unsere Kamera 17 fängt die Fahrer ein. Jetzt hat sie den Spitzenreiter im kleinen Karussell, möchte ich sagen, am Schwalbenschwanz. Schauen Sie sich mal die vielen 100 Zelte und Campingwagen. Und dort oben sehen Sie den Galgenkopf. Und da ist die Kamera 18 von uns, direkt an der Antoniusbuche. Und ganz hinten ist der Galgenkopf. Sie sehen diesen Wald. Da sehen Sie auch die ersten Fahrer ankommen. Die Spitzengruppe. Ja, meine Damen und Herren, ich darf hier gleich am Anfang einmal meinen Kollegen von der Technik herzlichen Dank sagen, dass sie sich diese Mühe gemacht haben und uns 18 Kameras aufbauten, mit denen man eigentlich eine so riesige Rennstrecke wie den Nürburgring fast lückenlos ihnen vorführen kann und damit auch den Kampf der Weltklassefahrer im Grand Prix Sport. Nochmals 2000 Meter und schon haben wir die erste Runde hinter uns. 1, 7, 5 und 3. Das ist die Position und da greift Certes an. Certes, Startnummer 7, hat sich vorgeschoben. Er ist jetzt rechts im Bild. Schauen Sie, wie er sich reindrückt. Großartig gefahren. Oh, Jim Clark kann da nicht mit. Das war eine tolle Leistung. Das zeigt dieser siebenfache Motorrad-Weltmeister, was der für Nerven hat. Certes schon auf der Gegengerade. Jim Clark bleibt dran. Na, das war geradezu sensationell. 7-1-5-3. Etwas abgefallen Graham Hill, aber der wird es jetzt versuchen. Und da greift wieder... Wieder greift jetzt Clark Certes an. Das ist ein... Jetzt liegt Clark schon wieder vorn. Haben Sie das gesehen? Oben am Eingang zur Hudsonbach ist Clark wieder an Certes vorbeigegangen. Denn Gurney im Hintergrund. Und der Letzte, der jetzt verschwindet, das ist Graham Hill. Damit würde ich jetzt schon sagen, bitte, es sind 15 Runden zu fahren, meine Damen und Herren. Aber damit würde ich sagen, hat sich eigentlich... Der Kampf, der bevorsteht und von dem wir eigentlich wussten, dass es ein großer werden wird, in den ersten Umrissen abgezeichnet. Also vorn, ich wiederhole es noch einmal, am Eingang hier auf dem Wege zum Flugplatz. Jim Clark, Certes, Dan Gurney als Dritter auf seinem Brabham und dahinter jetzt in vierter Position Graham Hill. Sie erkennen das vielleicht, der Lotus hat einen gelben Längsstrich über dem Wagen. Aber Certes bleibt dran. Und auch Dan Gurney lässt sich nicht abschütteln. Na, meine Damen und Herren, wenn dieses Rennen so weitergeht, wird es ein großes in der Geschichte des Automobilsports. Hier am Schwedenkreuz. Und was sehen Sie? Certes geht wieder an Jim Clark vorbei. Certes jetzt vorn, Start Nummer 7 wieder. Jim Clark am Metzgesfeld. Das nächste Stück ist sehr schnell und sehr gefährlich hinunter zum Brünnchen. Das erfordert also wirklich großes Können. Und jetzt muss ich etwas sagen, was mich tief traurig stimmt. Mit der Startnummer 23, ich hatte ihn bis jetzt noch nicht erwähnt, der deutsche Gerhard Mitter auf dem Lotus. Und Gerhard Mitter steht also an der Box und wir haben auch im Training nicht allzu viel von ihm gesehen. Aber gehen wir jetzt zurück zu unserer Spitzengruppe, zu John Certes, zu Jim Clark. Sie sind jetzt auf dem Weg nach Breitscheid, sind jetzt über die Brücke in Breitscheid gegangen, ziehen jetzt rechts hinauf. Und Dan Gurney hat sich dran gehangen, aber auch Graham bleibt dran. Jetzt Eingang zum Karussell. Oh,
Da gibt es selbst in der Spitzengruppe Positionskämpfe bzw. Kampf um den Vorsprung. Schauen Sie John Surtees. Schade, dass ich Ihnen John Surtees vorhin nicht einmal vorstellen konnte, aber Sie werden am Ende des Rennens ihn, das wünsche ich ihm sogar, sicher in der ganzen Größe sehen. Ein kleiner, schlanker, drahtiger Mann. Und hier durchs Karussell. Oh! Den Gurney. Und an vierter Stelle Graham Hill. Graham Hill ist ja der zweite im augenblicklichen Stand der Weltmeisterschaft. Jim Clark führt eindeutig. Aber die beiden letzten Rennen haben uns gezeigt, dass mit Dan Gurney, dem Kalifornier, zu rechnen ist. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen, dass sie auch immer wieder noch einmal an die Stelle zurückgehen, damit wir auch mal das zweite Feld sehen. Das war gerade Phil Hill mit der Startnummer 10 zum Brünnchen. Ganz links rangefahren. Jetzt muss er ganz rechts dranbleiben und fliegt links weit raus. Na, das ist die Ideallinie. Meine Damen und Herren, das ist die Ideallinie. Und die Fachleute, die gerade am Brünnchen stehen, werden sagen, ja, die vier kennt's. Und ein Kilometer weiter im Pflanzgarten. Da wird sogar der Strich abgenommen, damit man nicht zu sehr die Kurve fahren muss. Die Positionen sind unverändert. Hoffen wir nur, dass jetzt die vier Motoren mitmachen. Und vielleicht kann ich Ihnen jetzt etwas, nachdem die Positionskämpfe nicht unmittelbar vorhanden sind, etwas über die Wagen sagen. Jim Clark fährt also den allerneuesten Lotus, Lotus 30 nennt er sich. Colin Chapman hat ihn gebaut. Eingebaut ist ein 8-Zylinder-Climax-Motor mit 4 oben liegenden Nockenwellen, Transistorzündung, Einspritzung in den Saugrohren. Sehr interessant ist, dass es ja kaum noch einen Rohrrahmen bei den Rennwagen von heute gibt. Es ist eine reine Schalenbauweise, eine selbsttragende Blechkarosserie. Und in den Hohlräumen zwischen den doppelten Seitenwänden, da ist der Kraftstoffbehälter aus synthetischem Gummi. Haben bald die zweite Runde beendet. Sie sehen, sie kommen um den Gallenkopf in die lange Gerade zur Antoniusbuche. Ja, das ist also der Lotuswagen mit dem Climax-Motor. An der Spitze der Ferrari. Er war in den letzten 2 Jahren nicht von Glück begünstigt. Kommandantore Ferrari hat aber einen Wagen jetzt so weit hergestellt, dass man also nur den Hut ziehen kann. Die zweite Runde ist beendet. Vorn der rote Ferrari, dahinter Jim Clark, Dan Gurney und Graham Hill. Die fahren hier, das was Sie sehen, das sind ungefähr 230 bis 240 Kilometer. Hier müssen Sie natürlich runterschalten, Sie haben alle 6-Gang-Getriebe, 6, 5, 4, 3, 2. Und hier fahren Sie ungefähr im zweiten Gang, im dritten Gang ziehen Sie jetzt hier durch. Sie sehen John Surtees, das ist der Ferrari. Der Ferrari, auch ein 8-Zylinder, während Lorenzo Bandini, der ja hinten liegt und den 7. Platz einnimmt, nur einen 6-Zylinder fährt. Aber Sie sehen, auch der geht. Da kommen Sie übrigens. Jack Brabham hat jetzt die 5. Position. Phil Hill fehlt leider. Bruce McLaren hat sich nach vorn gekämpft. Dann kommt Lorenzo Bandini. Dann Richie Ginter, der 2. BRM-Mann. Das sind die nächsten Positionen. Es wird angezeigt, ich sagte, Runde 2, Surtees, Nummer 7, 1, Phil Hill, 5, Gurney, 3, Graham Hill, Nummer 6, Jack Brabham. Dann kommt die Nummer 9, Bruce McLaren. Und dann die Nummer 8, Lorenzo Bandini. Dort ist einer links rausgefallen. Ja, das ist doch nicht etwa Surtees. Oder ist das Phil Hill? Nein, ich glaube, das ist Phil Hill. Das ist Phil Hill. Ja, ich erkenne ihn. Ich erkenne ihn von hinten. Das ist Phil Hill. Ich sagte Ihnen ja vorher, er hatte die zweite Gruppe angeführt. Dann war er auf einmal weg und jetzt steht er also links. Und dort unten steht Richie Ginter aus USA. Mit dem BRM. Meine Damen und Herren, bei einem Automobilrennen trifft fast immer die alte Volksweisheit zu, man soll den Tag nicht vor den Abend loben und Sie sollten sich hier genau die Position am Dunlop-Turm ansehen.
In der Runde 14 führt John Surtees auf seinem Ferrari. Ich darf Ihnen das Wesentlichste der letzten Runden in Stichworten kurz sagen. Nach Runde 7 bleibt Clark, der ja an vierter Stelle da lag, mit Maschinenschaden liegen. Weitere Ausfälle: Phil Hill, Edgar Barth, leider auch mit seinem Cooper am Bergwerk mit Maschinenschaden stehen geblieben. Joe Bonnier auf Bredem, Hailwood auf dem Lotus BRM, Baghetti und Bob Anderson. Surtees hat seinen ganz, ganz großen Tag. Surtees, den Sie hier im Bild sehen, wie er die 14. Runde beendet und in die letzte Runde des großen Preises von Deutschland geht. In der 7. Runde stellt er mit 8:45,1 einen neuen Rekord auf, nachdem er ja im vorigen Jahr mit 8:47,0 den Streckenrekord markierte. In der 8. Runde fährt er noch schneller, 8:43,0. Und Sie können sich denken, dass die Zuschauer vor Begeisterung riefen, als in der 11. Runde ein neuer Rundenrekord von Surtees mit 8:39,0 bekannt gegeben wird. Graham Hill kommt auf Platz 2, denn Dan Gurney muss in der 11. Runde an die Box. Er war schon zweimal jetzt an der Box und dadurch liegt Graham Hill auf dem BRM an zweiter Stelle. Ich darf Ihnen jetzt am Beginn der letzten Runde die Positionen kurz nennen. Surtees vor Graham Hill, dann kommt Lorenzo Bandini mit dem Sechszylinder Ferrari an vierter Stelle. Liegt Josef Siffert, der Schweizer aus Fribourg. Und das ist eine ganz besondere Leistung, denn Josef Siffert, der einen Brabham mit dem BRM-Motor fährt, ist ja wirklich ein Privatfahrer. Und ich würde sagen, nach dem Sieg im großen Preis von Syrakus ist das wohl sein größter Erfolg, den er hier davontragen würde, würde er Vierter in dieser Position bleiben. An fünfter Stelle liegt Maurice Trintignant, der Altmeister aus Frankreich, auf dem BRM. Und dann kommt Tony Max, der Südafrikaner, ebenfalls auf BRM. Überrundet sind Richie Ginter und Mike Spence mit dem Lotus und dem Achtzylinder Climax. Ja, und hier sehen Sie selbst, was sich am Nürburgring in der letzten Runde tut. Wir hatten Glück, nicht ein Tropfen Regen ist zumindest am Start und Ziel niedergegangen. Sehen Sie dort den Wagen, den Lotus von Jim Clark. Dahinter der Cooper von Bruce McLaren, auch ausgeschieden. Und das ist die Stunde für die Fachleute, sich nochmal anzusehen, wie so ein Wagen von nahen aussieht. Das ist ja ganz interessant. Vor dem Rennen kann man kaum an einen solchen Wagen herantreten. Da stehen die Menschen drumherum. Nach dem Rennen sind sie uninteressant. So schnell wechselt also Begeisterung von Desinteresse. Das ist Start Nummer 8. Das ist Lorenzo Bandini, der in dritter Position liegt, der Italiener. Bandini ist übrigens Kolonialitaliener, der ist in Libyen geboren, von Beruf Automechaniker. Hier sind wir jetzt wieder am Eingang zum Karussell und da sollten wir einmal sehen, John Surtees, wie er die letzte Runde nimmt. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, ich hoffe, dass ich Ihnen John Surtees in der ganzen Größe vorstellen kann und nicht nur im Wagen. Es sieht also fast so aus, als würde mir das möglich sein, wenn er dann auf dem Siegespodest steht. Hier ist er, vor ihm die bereits Überrundeten. Hier sehen Sie jetzt mit der Startnummer 4 Richie Ginter. Richie Ginter liegt auf Platz 7 in der Anfahrt zum Karussell. Richie Ginter ist ja früher selbst keine Rennen gefahren. Er ist ja zum Motorsport als Beifahrer bei Langstreckenfahrten gekommen. Das müsste der Brabham gewesen sein, der dort rumstand, den Brabham selber fuhr. Brabham war ja Weltmeister 1959 und 60. Er ist wohl der älteste Fahrer des Feldes überhaupt. Und jetzt sehen Sie, wie man John Surtees zuwinkt. Praktisch bei jedem Rennen dabei und sitzt in den Boxen, hilft
Das war eine großartige Fahrt. Pflanzgarten jetzt? Er ist nicht zu halten. Man hat fast den Eindruck, wenn man diese Bilder sieht, als wollte John Surtees den Rundenrekord, der jetzt bei 8:39.0 markiert ist, noch verbessern. Das war Maurice Trintignant, die Startnummer 22. Man hat dem Franzosen, der ja noch zu der alten großen Garde der Rennfahrer nach dem Krieg gehört, einen BRM zur Verfügung gestellt. Trintignant fuhr noch zu den Zeiten eines Alberto Ascari, eines Dr. Nino Farina, eines Villoresi, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die letzten Kilometer vom Schwalbenschwanz über die Antoniusbuche Döttinger Höhe zum Start- und Zielplatz. Das ist er noch nicht. Das war Maurice Trintignant in dem blauen Wagen. Und vielleicht haben Sie das im Augenblick noch mitbekommen können, wie der Rennleiter von Diergard den Wagen abgewunken hat. Der nächste ist Tony Mack, Südafrika, denn nach dem Reglement wird jeder Wagen abgewinkt und damit das Rennen für ihn beendet, wenn der Sieger die Ziellinie passiert hat. Und das ist der Sieger John Surtees auf dem Ferrari. Vielleicht etwas ganz Interessantes noch. Surtees fährt die Startnummer 7 und im vorigen Jahr, als er hier auf dem Nürburgring fuhr und Sieger wurde, hatte er die gleiche Startnummer. Auch der zweite des Rennens, Graham Hill, den Sie hier sehen, ist über die Ziellinie gefahren, fährt jetzt durch die Südkehre. Er ist genau eine Minute und 14 Sekunden nach dem Sieger reingekommen. Ja, wirklich Gratulation für Graham Hill, der ja jetzt nach der Wertung der Weltmeisterschaft Jim Clark überholt hat. Und wir warten noch auf Maurice Trintignant, der ja noch eine volle Runde fahren musste, weil er kurz vor dem Sieger hier sitzt. Lorenzo Bandini, Nummer 8, finishes third. Ferrari's first. Das ist ja immer wieder das begeisternde Bild. Und jetzt sehen Sie John Surtees raufkommen. Er musste warten, bis Fürst Metternich von mir hier weggekommen ist. Und nun, ich glaube, das ist der Augenblick, wo wir auch John Surtees herzlichen Glückwunsch sagen dürfen. Und da war er gleich in der Weltklasse und er war gleich unter den ersten 5 oder 6 Fahrern. Und ja, John Surtees hat es sich nicht nehmen lassen. Er will unbedingt Graham Hill dabei haben. Und Bandini, der Italiener. Schauen Sie, das ist ein großer Erfolg für Ferrari. Erster und dritter Platz. Das ist eine wirklich schöne Stunde für den Kommentatore. Und Surtees möchte am liebsten diesen großen Kranz mit seinen beiden Freunden teilen.